So. Wir haben jetzt aber alles erledigt hier und können zurückkehren, vor allem, weil ich kann sonst hier nichts machen, außer mit ihr zu reden. Seid ihr bereit aufzubrechen? Ja. Ja, gehen wir. Kommt schon. Ich zeige euch den Weg zum Lager der Schleierspringer. Verwundete, 16, die Bettruhe brauchen, und einige unserer erfahrensten Kämpfer werden immer noch vermisst. Uns gehen die Schleierspringer aus. Was auch immer da vor sich geht, ist beunruhigend. Jahel und Milva haben sich aus Demeters Übergang nicht wieder zurückgemeldet. In dem Dorf leben ungefähr 100 Leute. Grob geschätzt. Ihr seid zurück. Und noch am Leben. Sehr gut. Es klingt, als hätte sich die Lage seit unserem Aufbruch deutlich verschlechtert. Dunkle Brut. Sie taucht in ganz Arlethan auf und greift jeden an, auf den sie trifft. Wir mussten schon 3 Delish-Ansiedlungen evakuieren. Wir sind auch auf dunkle Brut gestoßen. In der Nähe des Nadas der Thalen. Heißt das, ihr habt es gefunden? Das Nadas der Thalen, den Archivgeist. Wir könnten ihn zu den Göttern befragen, rausfinden, was sie als nächstes vorhaben. Das Archiv ist kaputt. Wir werden von ihm also gar nichts erfahren. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist erstmal, dass wir so viele delische Ansiedlungen retten wie nur irgend möglich. Bisher hatten wir Glück und sind immer rechtzeitig eingetroffen. So schnell wie sich die dunkle Brut ausbreitet, ist es allerdings nur eine Frage der Zeit, bis uns das Glück irgendwann verlassen wird. Naja, noch hat es das nicht. Also lasst es uns einfach noch ein bisschen weiter strapazieren. Wenn absehbar wäre, wo sie als nächstes zuschlägt, könnten wir ihr vielleicht zuvorkommen. Bislang war ihr Handeln aber absolut unvorhersehbar. Und wie machen wir dann jetzt weiter? Demeters Übergang. Was? Irelin, Strife. Bei unserer Ankunft sagtet ihr, ihr hättet den Kontakt zu Demeters Übergang verloren. Wir könnten dem auf den Grund gehen. Wir 3, meine ich. Ihr meint, wir 4. Ihr werdet mich nicht hier zurücklassen. Ihr habt euch gerade erst wieder halbwegs erholt. Wir können... Ihr müsstet mich schon festbinden, damit ich hier bleibe. Ich weiß nicht, was ihr dort vorfinden werdet, Rook. Vermutlich nichts Gutes. Ihr könntet aber womöglich Leben retten. Und vielleicht ergibt sich dabei ja auch etwas, das euch auf die Spur der Götter bringt. Demeters Übergang liegt auf der anderen Seite des Sees. Wir haben an den Anlegern ein kleines Boot. Mit ihm kommt ihr dort rüber. Gebt da draußen auf euch Acht. Und viel Glück. Dass Helden nicht mehr stumm sind, ist übrigens eine Entwicklung, die immer weiter vorangeht. Also der stumme Held stirbt aus. Velara konnte das Artefakt mit Hilfe der Gruppe abschalten und sie somit alle aus der Schleierblase befreien. Sie hat außerdem einen alten elfischen Wissensspeicher entdeckt, das Nadas der Thalen. Ungeachtet ihres Vorhabens, ihm seine Geheimnisse zu entlocken, hat sich Velara der Gruppe und ihre Suche nach den entkommenen Elfengöttern angeschlossen. Okay, wir brauchen ein Boot, um hinzukommen. Machen wir uns auf den Weg zum... Und du hast ja jetzt die Nummer, dass sogar bei Monster Hunter, ist ja zurzeit die Beta, die läuft, von dem Prolog, den du spielen kannst und ein bisschen mehr. Beziehungsweise eine Monsterjagd dann. Selbst da spricht jetzt der Held. Das ist halt schon sehr dubios für Monster Hunter, dass der Hauptcharakter eine Stimme hat. Natürlich kommen in Dragon Age Drachen vor. Es würde mich wundern, wenn kein Drache kommen würde. Weil ich glaube, doch, hier ist Dragon Age hatte eins, oder?
In irgendeiner Form kam immer ein Drache vor. Ich glaube, bei 2 bist du sogar auf einen draufgestiegen und hast ein Schwert in seinen Kopf gerammt. Was habt ihr über dem... Falls ihr zufällig nach Instrumenten zur Verstümmelung sucht, kann ich euch helfen. Achso, das ist die Fraktion der Schleierspringer. Dann kannst du die ganzen Wertgegenstände verkaufen. Und Schleierspringerstärke bedeutet wohl einfach nur, wie gut wir mit denen gestellt sind. Man muss halt den Rang aufsteigen lassen, um Sachen von denen zu kaufen. Außer Upgrade-Kram. Und das sieht eigentlich... Achso, das sind Aussehen für unterschiedliche Waffen. Okay, das ist eine Aufwertung. Windung des Schleiers. Dadurch ist die erste Fähigkeit 25% Schaden gegen Panzerung. Da wir uns jetzt kennen, versucht nicht zu sterben, ja? Das kann da draußen ziemlich ungefährlich sein. Oh, keine Spoilers zu den alten Teilen, das tut mir sehr leid. Du wirst natürlich keinen Drachen mit einem Schwert durch den Kopf töten. Mein Fehler. Klingt, als wäre hier so einiges geschehen. Könnte man so sagen, ja. Magister Tevinters haben hier während des Kriegs die Stadt Arlethan zerstört. Dabei kam jede Menge Blutmagie zum Einsatz. Und jetzt? Jetzt hat, was auch immer Solas getan hat, alles wieder aufgewühlt. Die alte Blutmagie aus dem Krieg. Sie hat die Jahrhunderte überdauert. Uralte Relikte tauchen wie aus dem Nichts auf. Ruinen schweben... Es ist wie eine alte Wunde, die nie ganz verheilt ist und die jetzt wieder aufbricht. Wir haben es geschafft. Also obwohl die Areale wirklich klein sind bis jetzt, haben sie ja wirklich versucht trotzdem... Was für ein Anblick. Das war eins so ein bisschen drumrum. Bevor der Krieg einzubauen. Noch dies von ihr übrig gelassen. Aber ich merke gerade, ich bin barfuß, ich vermute, ne? Mal, sie hat seinerzeit noch nicht geschwebt. Eine Wehklage für gefallene Elvenern. Aus einem Brief eines Schleierspringers. Wie ich höre, standen einst Wachtürme, wo diese Wasser sich in den Himmel entleerten. Ihre Fackeln entzündet, um müden Reisenden den Weg zu weisen. Manchmal an ruhigen Tagen, wenn der Nebel tief über den Fluss hängt, kann ich mir den erleuchteten Pfad hinauf zu den goldenen Türmen von Alatan vorstellen und die Stimmen meines Volkes, das mich nach Hause ruft. Ich weiß, dass unsere verlorene Zivilisation Elvenan nicht so war, wie ich sie mir vorstelle. Alatan war ein Ort voller Wunder und Magie, aber auch Konflikte und Krieg, beherrscht von Tyrannen. Dennoch trauere ich darum und wünschte, ich hätte es nur einmal sehen und meinen nennen können. Darunter in einer anderen Handschrift hinzugefügt, diese Gefühle habt nicht nur ihr. Es ist keine Sünde, um Verlorenes zu trauern, auch wenn es nicht perfekt war. Strife. Oh mein Gott, eine Abkürzung. Um wieder zum Lager zu kommen. Schräg. Wie ein Souls-like.
Ich, aber es orientiert sich. Ohne Scheiß, Souls-like-Spiele haben so einen riesen Erfolg und man hat, sie haben Einfluss einfach über alle Bereiche hinweg. Ob es Aufbauspiele sind, ob es jetzt hier Action-RPGs sind und so weiter und so fort. Weil es geht alles wieder so ein bisschen in Richtung, es muss eine Herausforderung haben und es muss halt nicht einfach nur runtergespielt werden. Zeitlich, sondern es soll halt auch irgendwo... Ne, man soll sich halt wieder freuen, dass man was geschafft hat. Und es soll einem halt nicht geschenkt werden. Man kann natürlich trotzdem auch super leicht spielen und dann ist alles super einfach. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass es von da langsam wieder so weggeht. Rook, seid ihr aufbruchbereit? Harding, seid ihr euch sicher, dass ihr hierfür bereit seid? Ja, mir geht's gut. Ich muss mich wieder in den Kampf stürzen. Okay, dann lasst uns gehen. Solch einen dichten Nebel habe ich in dem Metallsübergang noch nie gesehen. Eigenartig. Der Anleger ist eigentlich immer voller Leute, die Waren anbieten, falschen oder herumbrüllen. Es ist immer was los. Hier stimmt etwas nicht. Bleibt Wasser. Dass Harding glücklich, knuffig ist. Hier ist es so still. Zu still. Schön und gut, ey. Danke, Dreama, für das Stufe 1 Sub und mit dem Kommentar genug Werbung für heute. Hat das Spiel eigentlich zwischendurch erklärt, dass längeres Halten des Angriffsbuttons ein schwerer Angriff wäre? Weil du kannst halt länger halten. Heute ist Markttag. Die Leute sollten draußen sein, Eier anbieten und Brot kaufen. Aber hier ist es wie ausgestorben. Sie haben den Zugang zum Dorf verbarrikadiert. Um irgendwas draußen zu halten? Nein, um etwas drin zu halten. Das ist Verderbtheit. Und sie ist sogar noch schlimmer als im Wald. Das ist korrekt. Korrekt. Sie müssen. Sie alle. Alles in Ordnung mit euch? Was ist hier passiert? Hallo Dorfbewohner. Muss sie drinnen festhalten, dem Bürgermeister gehorchen. Da liegen ein paar Leichen auf dem Boden. Ich glaube nicht, dass er uns hören kann. Wir werden belohnt werden. Wir alle. Nein, ihr dürft nicht gehen. Hey, könnt ihr mich hören? Bleibt einfach hier. Dann wird alles gut. Irgendjemand hat mächtige Magie gewirkt, um den Verstand dieser Dorfbewohner zu kontrollieren. Der Dorfplatz! Wir müssen nach Überlebenden suchen. Kommt schon. Wir müssen rausfinden, was hier passiert ist.
das Game hat mir nicht erklärt, dass ich einen aufgeladenen, schweren Angriff habe. Als Monster Hunter Spieler wäre mir es aber eher aufgefallen, wenn es das nicht gibt. Ja, es ist halt, weil einfach gesagt wird, linke Maustaste ist halt, hier, normaler Angriff. Das ist Adeline. Ich kannte sie. Sie war Bäuerin und hat uns Gewürze verkauft. Die besten in ganz Arlathan. Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Vergesst es einfach, es ist reine Zeitverschwendung, sich mit dem Bürgermeister darüber zu streiten. Er würde eher das Gold aus dem Stadtsäckel nehmen, um auf dem Platz vor seinem Fenster einen neuen Brunnen zu bauen. Aber wenn es darum geht, die Anleger, die alle benutzen, mit hochwertigem Holz zu reparieren, das wäre ihm viel zu teuer. Adeline. Verbrennt die Verderbtheit. Ist das da auf dem Dach ein Aravel? Ja, die Verderbtheit muss es irgendwie dort drauf befördert haben. Diese Verderbtheit ist merkwürdig. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Nein, noch nie. Verderbtheit ist normalerweise tot, unbelebt, aber die hier ist lebendig. Okay, gehen wir weiter. Vielleicht gibt es ja noch mehr Überlebende. Was war das? Etwas Großes. Bleibt wachsam. Da drüben, da sind noch zwei Überlebende. Aber so, einfach so vom Spielen her, ich denke mal, die werden uns eh gleich angreifen. Muss die Schleierspringer finden. Sie zum Bürgermeister bringen. Sie redet von Jahel und Milva. Sie meinte, sie müsse sie zum Bürgermeister bringen. Wenn wir ihn finden, finden wir also vielleicht auch eure Freunde. Habe ich ein gutes Gefühl bei Mass Effect. Was hatte der Bürgermeister mit ihnen vor? Also Mass Effect ist eigentlich auch ein Spiel, was man eigentlich ganz gut entschlacken kann. Bei vielen Sachen. Seht mal, noch mehr Leute. Müssen alle zusammentreiben. Müssen sie reinbringen. Wir werden belohnt werden. Ich finde, die Verderbtheit sieht schon cool aus. Milva! Ist sie eine der Schleierspringer? Bellara! Jahel! Er lebt! Bellara! Wir helfen euch! Wir holen euch da runter, Jahel! Nein! Hör zu! Die Götter! Die Götter sind zurück! Ich hab sie gesehen! Sie gehört! Die Götter waren das? Ein Blutritual, um Verderbtheit freizusetzen! Die Dörfler, sie sagten, sie bräuchten Macht. Seid vorsichtig. Keine Sorge, es war bestimmt nicht sein Blut.
Das war einfach ein bisschen überschüssiges Blut. Ja, hell, wir sollten uns vergewissern, dass in Demeters Übergang alles in Ordnung ist und nachfragen, ob jemand aus dem Dorf irgendetwas aufgefallen ist. Nehmt Mila Milva mit, sie ist neu. Das wird sie beruhigen und ihr Selbstvertrauen als Späherin stärken. Irelin. Kommt schon, das klang, als käme es aus der Nähe. Dieses Dorfes. Das Dorf? Seine Bewohner? Sind sie... Verderbt. Tot. Sie alle. Ihr habt sie den Göttern überlassen, nicht wahr? Nicht wahr? Sie waren in meinem Kopf. Haben mit meinen Gedanken gespielt. Sie haben mich dazu gebracht. Bitte, helf mir. Ihr geht nirgendwo hin, solange ich nicht die ganze Geschichte kenne. Ich habe versucht, meine Leute zu beschützen. Das müsst ihr mir glauben. Die Götter wollten, dass ich die Schleierspringer ins Dorfzentrum locke. Alle anderen sollten einfach nur zusammengetrieben werden, um als erste Zeugen von Gilladanes prachtvoller neuer Schöpfung zu werden. Sie haben mir Gold gezeigt. So viel Gold! All das hier für Gold? Die Dorfbewohner, die Schleierspringer, die Verderbtheit ist überall! Demeters Übergang ist eurer Gier zum Opfer gefallen! Ich wusste es nicht. Ihr versteht nicht, wie es war, diese Stimmen zu hören. Die Götter haben seine Gier und Angst ausgenutzt. Und? Soll ich deshalb etwa Mitleid mit ihm haben? Ich sage, wir lassen ihn hier. Aber das wäre mein Tod! Die Verderbtheit ist überall! Was, wenn der Drache zurückkommt? Wenn wir euch gehen lassen, lauft ihr doch sowieso nur wieder direkt zu den Göttern! Sie waren in seinem Kopf. Ihr Einfluss könnte noch anhalten. Ich weiß jetzt, was sie tun. Ich werde mich nicht wieder verlocken lassen, das schwöre ich euch! Rook? Wir lassen ihn hier. Soll er selbst zusehen, wie er zurechtkommt. Nein! Er wird in der Nacht Wölfen zum Opfer fallen oder, so wie es hier aussieht, etwas noch Schlimmerem. Und? Die Bewohner von Demeters Übergang hatten sich auf ihn verlassen. Das Mindeste, was er jetzt tun kann, ist, bei ihnen zu bleiben. Ein hoher Preis. Und wir entscheiden darüber, dass er ihn zu bezahlen hat? Irgendjemand muss es ja tun. Ihr begreift nicht, über welche Macht sie verfügen. Sie zeigen euch das, wonach ihr euch sehnt. Sprechen die Dunkelheit in eurem Herzen an. Niemand kann sich dem widersetzen. Das werden wir ja sehen. Ich werde nicht der Letzte sein, der dem erlegen ist. Ich habe das Böse gespürt und... Gehen wir. Es ist sinnlos, mit einem Toten zu diskutieren.
Nein! Das Nichts hatte sich geöffnet und die Götter waren frei. Dank Solas erwachten sie in einer Welt, in der ihr Reich, ihre Untertanen und sogar die anderen Götter fort waren. Doch ihnen blieb die Macht der Verderbtheit und die Auslöschung eines Dorfes war erst der Anfang. Sie wollten Kontrolle über noch mehr Verderbtheit, über alles, um ihr Reich wieder aufzubauen. Aber das Streben nach Macht erfordert einen Preis. Und alle würden ihn bezahlen müssen. Okay, Schnellreise. Also wir stehen einfach nur davor und die wollten uns erklären, pass auf, es gibt Schnellreise, indem du einfach das Leuchtfeuer anklickst, was du aktiviert hast. Habt ihr unsere Späher gefunden? Sie sind tot. Tut mir leid. Elganan und Galenane haben sie in einem Ritual geopfert. Bei den Schöpfern. Was ist mit dem Rest des Dorfes? Durch das Ritual wurde überall Verderbtheit freigesetzt. Das gesamte Dorf wurde von ihr verschlungen. Die wenigen Überlebenden werden durch Blutmagie kontrolliert. Ihr Verstand ist zerstört. Elganan und Galenane haben sie wie Marionetten benutzt. Das Ganze war eine Machtdemonstration. Morrigan! Sie werden nicht ruhen, ehe ihr nicht vor ihnen kniet. Ängstlich, kauernd, hilflos angesichts derartiger Kräfte. Lady Morrigan? Für euch einfach Morrigan, Speerin Harding. Welch Freude, euch wiederzusehen. Rook, das ist Morrigan, eine alte Bekannte. Ich dachte mir, sie könnte uns vielleicht helfen. Morrigan hat der Inquisition geholfen, als Varric und ich noch Teil von ihr waren. Mit Ausnahme von Solas wusste sie mehr über altelfische Magie als jeder andere. Es war damals ebenso Vergnügen wie Notwendigkeit zu helfen und das gilt auch heute. Um Elganan und Galenane aufzuhalten, bedarf es vieler Hände. Und wichtig, die habe ich geknallt. Früher. Also, wer genau seid ihr? Ich war schon vieles. Beraterin in Orlais, Hexe der Wildnis, Freundin der Inquisition. Hier jedoch bin ich nur eine Ratgeberin in arkanen Fragen. Hexe der Wildnis? Ein Ehrentitel, geboren aus Gerüchten und Übertreibungen. Der furchterregende Ruf eurer Widersache hingegen ist wohl verdient. Diese finstere Wendung der Ereignisse wird nur der Anfang sein. Dann danke ich euch schon jetzt für eure Hilfe. Wie erfrischend. Und ich danke euch ebenfalls. Ich weiß euer entgegenkommendes Wesen zu schätzen. Was könnt ihr uns über das alles sagen? So gefährlich Solas selbst auch sein mag, war es doch gerechtfertigt, dass er die Götter eingesperrt hatte. Sie jetzt gewähren zu lassen, würde für Thedas das Ende bedeuten. Nur um das klarzustellen. Ihr wisst, dass euer alter Freund Solas der Schreckenswolf ist, richtig? Inzwischen schon, ja. Das erklärt auch, weshalb er derart viel über altelfische Geschichte wusste.
Und warum er so verärgert war, als ich versuchte, sie ihm zu erläutern. Aber gut. Auch wenn ich nicht über sein Maß an Wissen verfüge, bin ich doch gern bereit, das, was ich weiß, mit euch zu teilen. Ich hoffe, das hilft uns weiter. Wenn wir die Götter nicht aufhalten, könnte am Ende die ganze Welt wie Demeters Übergang aussehen. Dazu wird es nicht kommen. Oh, das Selbstvertrauen der Jugend. Leider werdet ihr deutlich mehr brauchen als das. Ich nehme an, ihr habt einen Rat für uns? Seht sie nicht als Götter, sondern als das, was sie sind. Uralte, mächtige Magier. Um ihnen entgegenzutreten, benötigt ihr selbst beträchtliche Magie. Als ihr das Ritual des Schreckenswolfs unterbrochen habt, seid ihr da zufällig auf eines der Werkzeuge gestoßen, die er genutzt hat? Er hatte einen Dolch, aber der ging in dem ganzen Chaos verloren. Dann tätet ihr gut daran, nach ihm zu suchen. Er ist in euren Händen besser aufgehoben als in denen der Götter. Könnte Solus sonst noch etwas besitzen, das uns eventuell weiterhilft? Wir sind in seinem... Naja, er nennt es den Leuchtturm. Ah, natürlich. Die legendäre Zuflucht des Schreckenswolfs. Es heißt, sein Illuvien, der V-Rivas, ermögliche Reisen zu jedem anderen Illuvien. So funktioniert er nicht. Im Moment führt er nur nach Alethan. Ich kann einen Blick darauf werfen. Vielleicht kann ich ihn sogar reparieren. Ich kenne Illuvien besser als die meisten anderen. Wir würden uns über jede Hilfe freuen. Wenn Illuvien noch so funktionieren wie früher. Mittlerweile ist jede Magie anders. Unsere Götter sind zurück. Unsere Götter! Und sie töten Leute und verderben die Welt. Wie bieten wir dem die Stirn? Keiner von uns schafft das allein. Aber gemeinsam können wir sie stoppen. Bellara, ihr gehört zu den wenigen Personen auf der Welt, die unseren Illuvien reparieren können. Harding kann den Lyrium-Dolch aufspüren. Und Neff findet alle Hinweise, die wir vielleicht übersehen. Vor uns liegt eine große Aufgabe. Machen wir uns an die Arbeit. In der Tat. Bereitet euch gut vor und trefft eure Entscheidungen mit Bedacht. In Zeiten wie diesen werden Legenden geboren. Oder erschlagen. Ich werde euch in dieser Schlacht jedenfalls nach Kräften unterstützen. Alles klar. Gehen wir. Die Gruppe fand bei der Erkundung von Demeters Übergang heraus, dass die Götter das Dorf mit Verderbtheit verwüstet hatten. Schlimmer noch, sie hatten den dortigen Bürgermeister durch die Aussicht auf Reichtum dazu gebracht, seine Leute zu verraten. Die Gruppe entschied sich, dem Bürgermeister sein Schicksal zu überlassen. Ja, die Gruppe. Ich bin ein bisschen heute jähzornig. Wir müssen Leute sterben lassen, die Sünden begehen. Sagen wir, ich bin ein bisschen hart heute. So, wir gehen ja jetzt zur Ritualstätte zurück und werden den Dolch suchen, ne? Habe ich jetzt nochmal einen Fähigkeitspunkt bekommen? Ja. Dann lass uns hier hochgehen. Weil ich will ja in die Richtung. Die singende Klinge. Keine Gnade für den Verräter. Naja, du könntest ja sagen, er wurde korrumpiert und dementsprechend hat er natürlich gehandelt. Ich hätte schießen sollen. Das hätte alles nur noch schlimmer gemacht. Das wisst ihr doch überhaupt nicht. Alles, was ihr habt, sind Mutmaßungen. Wir sehen uns etwas Unbekanntem gegenüber und arbeiten weniger mit Fakten als mit Gerüchten. Natürlich sind Mutmaßungen da alles, was ich habe. Ich hätte schießen sollen. Ja, vielleicht hättet ihr schießen sollen. Aber das lässt sich jetzt nun mal nicht mehr ändern. Nein.
Also müssen wir einfach damit leben, was? Wir wollten verhindern, dass die Welt ins Chaos stürzt. Und was haben wir erreicht? Nichts. Die Gefahr, dass es dazu kommt, besteht noch immer. Die Elfengötter sind aus ihrem Gefängnis entkommen. Solas ist in eurem Kopf und wir haben nicht die geringste Ahnung, was wir tun sollen. Und Varric? Varric kannte die Risiken. Er wusste, wie hoch der Preis sein könnte. Wir sind noch am Leben. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Wisst ihr, genau das mag ich an euch, Borte. Ihr hört niemals auf zu kämpfen. Ihr drängt auf Antworten und Taten. Während ich mich ewig mit Fragen aufhalten kann. Naja, wir brauchen doch auch jemanden, die die Teile des Puzzles zusammensetzen kann. Wir kämpfen schließlich gegen das Unbekannte. Ganz genau. Wir alle erfüllen eine Aufgabe. Varric hat uns wegen unserer Stärken zusammengebracht. Er wollte eine Gruppe, auf die Verlass ist. Diese Gruppe müssen wir sein. Ihr meint, wir sollen unsere Stärken ausspielen? Und uns aufeinander verlassen. Ich denke, das kriege ich hin. Dann lasst uns Solas durchfinden. Das wäre schon mal ein Anfang. Ich wollte ja auch, dass ich mit euch beiden in Whirlpool gehe. Ach nein. Lass gut sein, wir sind Kampfbrüder. Und Schwestern. Seht nur! Ich spüre nachklingende Magie. Mächtige Magie. Der Dolch war also hier. Irgendjemand hat ihn an sich genommen. Hat auch Beine bekommen, ist weggelaufen. Das ist ein magischer Ort. Dunkle Brut. Oh nein, könnte der den Dolch haben? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Seht nur, der da haut ab. Aber hier gab's Loot. Loot ist wichtiger als Verfolgungsjagd. Diese magische Vorrichtung. Naja. Wenn man da mal so in die Distanz guckt, die Bäume, die einfach so im Nichts stehen, da hinten fliegen die Bäume über dem See. Haben wir schon mal schönere, wie soll man es nennen? Hintergründe gesehen. Nein, da oben gab es was zum Einsammeln. Hallo, es könnten 16 Goldmünzen sein, die mir irgendwann mal fehlen. Oder 7 marklose Kristalle. Solas Dolch ist etwas Besonderes. Er hat sie vielleicht angelockt.
Ich bin für einen Magier so unglaublich fit. Danke, Pharao, für deinen Stufe 1 Sub. Und Melanin für seinen Prime Sub vorhin. Sieht jemand diesen Ghoul? Er muss hier lang gekommen sein. Das Spiel ist eigentlich sehr hübsch, solange man nicht hinter die Fassade guckt. Achtung, da vorne ist noch mehr dunkle Brut. Das war ziemlich überzeugend, Matt! Ich finde, Umgebung und alles sind schon noch ziemlich gelungen. Sie kommen aus diesen Poolen. So. Strauchende Eliminierung. Verursache Schaden bei Gegnern, um ihre Strauchelanzeige zu führen. Ist die voll gelten Gegner als gestrauchelt, was sie verwundbar macht und außerdem können sie vorübergehend nicht kämpfen. Führe eine Eliminierung an einem gestrauchelten Gegner durch. Danach gilt der Gegner natürlich nicht mehr als gestrauchelt. Wir sind nicht allein. Ah, jetzt ist sie da. Schön. Ich mag Finisher. Egal in welchem Spiel. Das hätte schlechter laufen können. Habt ihr den Dolch gefunden? Ich bezweifle, dass ihn diese dunkle Brut an sich genommen hat. Suchen wir weiter. Aber wegen diesen kleinen grafischen Einsparungen, sag ich mal, wie zum Beispiel irgendwas, was in der Ferne ist, was du nicht begehen kannst und so weiter, kannst du halt eine gute Performance abliefern am Ende des Tages. Also das, was in vielen Reviews drin steht, dass die Performance halt echt Hammer ist. Und das halt relativ selten ja, ist inzwischen, dass ein Spiel die... wirklich auf vielen Systemen butterweich läuft zum Start. Oder dass ich das wirklich auf maximalen Settings, Ultra, mit super Raytracing und sonst irgendwas spielen kann. Ohne dass es irgendwelche Probleme gibt. Auf dem High-End-System. Wofür High-End-Systeme halt auch vorgesehen sind eigentlich. Und es gibt vermutlich noch eine. Ja, unter der Brücke bestimmt. Gute Arbeit. Klar, sie ist ekelhaft. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich hab's gesagt, es ist nicht. Es ist selbst bei einem Max, also bei einem richtig guten System, nicht ja, standardmäßig, dass das alles super läuft am Anfang. Was halt echt schade ist. Also da haben sie auf jeden Fall ein gutes Produkt abgeliefert, weil es halt einfach gut läuft. Ohne irgendein Shuttering, ohne irgendeinen Moment gerade, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt verliere ich gerade mal vielleicht FPS und es wird mal negativ. Wir haben gesagt, wie war das?
uns aus der Distanz. Passt auf die Fernkämpfer auf. Nicht schlecht, Brock. Das, weil das Dreamer gerade erwähnt, ich habe bei Raytracing das Ultra Schieß mich tot aktiviert. Egal, ob das Performance sieht oder nicht, es läuft halt immer noch gut. Aber so sollte es ja auch sein. Das war der erste. Suchen wir jetzt nach dem anderen. Pascal Wand 5090. Wenn ich ein eigenes Kraftwerk habe. Das Problem ist eher, glaube ich, die. Ich muss erstmal gucken, ob jetzt wirklich die Vermutung, dass die 600 Watt ziehen wird, wahr ist. Finde ich halt schon ziemlich krass, ey. Für die 5090. Vor allem kann ich eigentlich zurzeit gar nicht in sowas investieren. Ich habe auch noch beide Nieren. Weil man weiß ja nie, wenn man mal eine braucht. Ja, wir TDP 600 Watt haben, die bei Nvidia, das ist ja ein Leak, sag ich mal, aber es ist ja noch gar nicht bestätigt worden. Lass es einfach warten, bis offizielle Daten da sind. Also, es eilt ja jetzt auch nicht. Oh Gott, meine Gefährten jubeln mir zu und lieben mich. Ist das ekelhaft? So, umso höher die Rüstung, umso geringer der Fähigkeitenschaden. Das muss der Ghoul sein, hinter dem wir her sind. Hoffen wir mal, dass er den Dolch doch hat. Erledigt.
Der Dolch! Lyrium. Pardon? Ich. Vorbereiten und Auslöser. Kombiniere Vorbereiter und Auslöser, um Detonationen auszulösen. Einige Fähigkeiten belegen ein Ziel mit einem speziellen Vorbereiter. Zu jedem Vorbereiter gehört ein passender Auslöser. Benutze die korrekte Kombination und löse eine Detonation aus, um erhöhten Strauchelschaden sowie Bereichsschaden zu verursachen. Ja, nur doof, dass ich schon alle Fähigkeiten als Opener verwendet habe. Ein Gegner besiegt, dem du ihn im Kampf runtergestoßen hast. Sehr schön. So, da ist die Kombo-Nummer. Junge, ich bin ausgewichen. Starte, Kombo-Angriff. Oh!
Die knöpfen sich uns aus der Distanz vor. Der macht noch mal ein Kombo. Dieser Dolch, was hat er mit mir gemacht? Ich bin mir nicht sicher, aber wir sollten besser zurückgehen. Dann können wir das in Ruhe besprechen. Euer Schoßtier hat versagt, Schwester. Und jetzt bleibt mir die Magie des Dolchs des Schreckenswolfs verwehrt. Fan Harrell mischt sich wieder ein. Wenn dieser Dolch unerreichbar ist, müssen wir einen weiteren herstellen. Aus rotem Lyrium. Ihr sagtet, etwas hätte euch übernommen? Irgendwie schon, ja. Und es ist immer noch da? Ja, ich glaube schon. Das kann doch keine Besessenheit sein, oder? Das bezweifle ich. Zwerge können nicht besessen sein. Sie haben keine Verbindung zum Nichts. Solus Dolch hat das ausgelöst. Aber wie und warum? Es tut mir leid, Borte. Ich wünschte, ich hätte Antworten für euch. Ist schon gut. Allein darüber zu reden hat mir schon geholfen. Und hey, wir haben den Dolch, oder? Also, Mission erfüllt. Zwerge konnten noch nie Magie wirken. Wir sind dazu nicht fähig. Eure Magie ist anders als die, die ich kenne. Wie meint ihr das? Sie ist eindeutig auf Gestein ausgerichtet. Was ja auch Sinn ergibt. Zwerge sind Kinder des Steins. Magier stellen eine Verbindung zum Nichts her. Zwerge suchen Kontakt zum Stein. Ist das vielleicht die Erklärung? Ja, vielleicht. Ich schätze, wir haben wohl keine echten Antworten. Wir sind Freunde, also will ich ehrlich zu euch sein. Mir gefällt das alles nicht. Es fühlt sich falsch an. Wirklich? Zwei Elfengötter entkommen aus dem Nichts. Und jetzt das? Was, wenn da ein Zusammenhang besteht? Okay, ich weiß, wir müssen uns vorsehen. Aber ich glaube, das Ganze ist etwas Gutes. Ich fühle mich verbunden. Womit? Mit dem Stein. Wir Zwerge bezeichnen uns selbst als Kinder des Steins. Und einige von uns besitzen etwas, das wir das Gespür für den Stein nennen. Sie können Höhlen, Lyriumadern und Schwachstellen im Fels erfüllen. Ich war allerdings nie eine von ihnen. Vielleicht hat ja der Dolch etwas Verborgenes freigesetzt. Aber das hier ist mehr als das Gespür für den Stein, wie ich es kenne. Euch gefällt nicht, was passiert ist, aber das wird doch unsere Zusammenarbeit nicht beeinträchtigen, oder? Harding, nichts, was mit euch zu tun hat, kann jemals ein Problem sein. Wirklich? Um ehrlich zu sein, wüsste ich nicht, was ich ohne euch tun sollte. Das ist so süß von euch. Danke, und ich empfinde genauso. Ich werde die Grauen Wächter über die Verderbtheit, die wir gesehen haben, informieren. Und dann lege ich mich ein bisschen hin. Und wir müssen mehr darüber herausfinden, was die Götter planen. Ich suche mir einen Ort, an dem ich mich entspannen kann und versuche, Solus im Nichts zu erreichen. Viel Glück dabei. Versucht, ihn nicht an euch ranzulassen. Ich habe das Gefühl, wir kommen endlich voran. Und was auch immer es mit meiner neuen Magie auf sich hat, sie fühlt sich richtig an. Boah, so typische BioWare-Romanze, ey. Die kennen keine Freundschaften zwischen Männern und Frauen. Die Augen galt dem Schreckenswolf und den entflohenen Göttern. Aber ihre eigenen Dämonen, die sie bald heimsuchen würden, übersahen sie leider. Harding sagte sich, es ginge ihr gut. Sie war verbunden mit dem Stein, den untergegangenen Titanen und der gesamten zwergischen Geschichte mit all ihren Geheimnissen. Wie könnte das alles andere als gut sein?
Die Gruppe war in der Hoffnung, Solas verloren gegangenen Lyriumdolch aufspüren zu können, zu der Ritualstätte zurückgekehrt. Es gelang ihnen zwar, das uralte Artefakt den Guen zu entreißen, die von ihm angelockt worden waren, allerdings geschah etwas mit Harding, als sie den Dolch berührte. Wie es scheint, wurde eine vergessene Verbindung zwischen ihr und dem Stein wiederhergestellt. Was genau das für Harding bedeutet, bleibt abzuwarten. Ich sollte mir wohl einen Ort suchen, an dem ich mit Solas reden kann. Oder wir könnten mit Harding eben noch reden. In der Werkstatt des Behüters kannst du deine Ausrüstung aufwerten, damit die Werte eines Gegenstands erhöhen. Wenn du eine andere Version eines vorhandenen Gegenstands findest oder bei Händlern kaufst, werden dessen Werte erhöht und neue Eigenschaften freigeschaltet. Wenn du in der Welt Andenken sammelst, kannst du die Werkstatt des Behüterer aufwerten. Dadurch werden die Anzahl der angebotenen Verzauberungen sowie die Machtstufe aller Waffen erhöht, die du bei deinen Abenteuern finden kannst. So, eigentlich wollte ich doch zur Zwergendame. Da ist nur eine Uhr dran. Um mich mit der zu unterhalten. Varric kann leider nichts anderes außer erzählen. Das hat damit zu tun, dass er im Krankenbett liegt. Tulda Isatunol Vidun Garvalos Atredum. Aber Valos Atredum ist doch was ganz anderes als Isatunol. Isatunol? Ich erinnere mich, nachdem ihr den Dolch berührt hattet. Das Gebet, die Verkündung. Isatunol. Was genau verkündet ihr? Sie erinnern sich nicht. Niemand erinnert sich. Wir wissen nicht mal, was wir verloren haben. Ihr hört nicht ein Wort von dem, was ich sage, oder? Mhm. Ihr wisst aber schon, wie bezaubernd ihr seid, oder? Natürlich, was immer ihr für das Beste haltet. Mein Gott! Hm? Was? Was ist passiert? Ich sagte, ihr seid bezaubernd. Ihr macht euch über mich lustig. Nicht doch. Dafür respektiere ich euch viel zu sehr. Ach, tatsächlich? Aber natürlich. Also, was ist Isatunol? Isatunol ist eine Bestätigung. Eine Feststellung der Existenz. Des Seins. Es bedeutet, ich bin hier.
Aber nein, nicht ich. Ich ist Singular. Es heißt aber auch nicht wir. Wir hieße mehrere Einzelne. Was? Isa Tunol ist die ewige Hymne, die jegliche Zeit umfasst. Und jeglichen Raum. Ich bin, wir sind dies und das, hier, dort, jetzt und für alle Zeiten. Naja, wichtig ist nur, dass ihr glücklich seid. Glücklich? Nein, glücklich ist es nicht. Ganz. Ja, das könnte es sein. Ich bin mir sicher, Isa Tunol beschreibt, wie wir die Zwerge einst waren. Aber es wird in keinem einzigen Buch erwähnt. Es fehlt in der gesamten Geschichtsschreibung. Wenn wir etwas derart Wichtiges vergessen konnten, was haben wir dann sonst noch alles vergessen? Ich weiß es nicht. Entschuldigt, ich erwarte nicht, dass ihr eine Antwort darauf habt. Und danke übrigens, dass ihr mich plappern lassen habt. Gerne doch. Dafür bin ich schließlich da. Ah, ich habe auf der Ausrüstung Texturflackern gesehen. Schön, habt ihr es euch hier eingerichtet. Bevor wir mit Solas Kontakt aufnehmen, machen wir den Break für die YouTube-Folge. Dann sehen wir uns auf YouTube in der nächsten Folge wieder. Im Stream machen wir noch eine Stunde weiter.